Kaum ist die 16. Erweiterung für Die Sims 4 angekündigt, geht es schon weiter mit noch mehr Leaks und Details zu den nächsten beiden Sims-Erweiterungen. Die 17. und 18. Erweiterung sind zwar noch in weiter Ferne, trotzdem wissen wir aber jetzt schon etwas zu diesen und können damit sogar schon ein wenig eine Roadmap zu kommenden Inhalten formen. Anadius ist mal wieder für die Leaks verantwortlich. Er konnte anhand der version.ini-Datei, welche in den Installationsordnern der einzelnen Packs liegen, herausfinden, welche IDs die nächsten Erweiterungen haben werden. Da diese immer in der Release-Reihenfolge hochgezählt werden, kann man aus diesen ableiten, wie viele Packs hier noch erscheinen werden und damit auch grob, wie viel Zeit zwischen den nächsten Erweiterungen liegt. Das gemütliche Bistro-Set hat die ID 81 und die nächste Erweiterung Verliebt wird die ID 82 bekommen, soweit so klar. Anadius konnte jetzt aber herausfinden, dass die 17. Erweiterung die ID 85 tragen wird, also zwei andere unbekannte Packs dann zwischen den beiden Erweiterungen liegen. Bei der 18. Erweiterung ist es dann die ID 90, womit dann vier andere Packs dazwischen liegen würden. Jetzt kann man auch ein paar grobe Spekulationen anstellen, was das für den groben Zeitraum der nächsten Packs heißen könnte. In letzter Zeit erscheinen Sets immer im Pärchen, weshalb es sich bei den beiden Packs zwischen Erweiterung 16 und 17 um genau diesen Packtypen handeln könnte. Realistisch wäre damit, dass das letzte Quartal dieses Jahres zwischen September und Dezember zuerst die beiden neuen Sets und dann vielleicht etwas später im Jahr die 17. Erweiterung bringt. Dann in 2025 ist es etwas schwieriger. Hier deuten die vier Packs, die zwischen der 17. und 18. Erweiterung liegen, eher darauf hin, dass die Erweiterung später im zweiten Quartal des Jahres erscheinen wird, also eher ab April. Auch Instant Gaming listet bereits die 17. Erweiterung, bei denen ihr auf Zu verliebt mit vergleichsweise günstigen 34,49 € ordentlich sparen könnt, Link in der Beschreibung. Beachtet aber natürlich, dass die Entwickler auch noch die Pack-Reihenfolge umwerfen können und die Zahlen vielleicht auch nur als Platzhalter so gesetzt wurden. Für einen groben Richtwert sind diese Zahlen trotzdem aber wirklich interessant. Was denkt ihr zu diesen Infos? Freut ihr euch bereits schon auf die kommenden Erweiterungen? Also dann, bis zum nächsten Video.